Seit geraumer Zeit gibt es den Trend des Veganismus, welcher vor allen Dingen in Deutschland sehr stark praktiziert wird. Vor allen Dingen, da es in Deutschland jetzt schon insgesamt, Stand 2020, rund ungefähr 7% aller Menschen in Deutschland mindestens vegetarisch waren, beziehungsweise sogar komplett vegan. Und vor allen Dingen deswegen ist es jetzt seit einiger Zeit auch ein bisschen mehr wieder in Trend gekommen, oder es wird immer mehr in Trend kommen, und zwar nicht der Gebrauch von Laborfleisch. Beziehungsweise in Vitro-Fleisch, wie man das in der Fachsprache sagt. Und das ganze Ding ist allerdings gar nicht mal vegan und auch nicht vegetarisch und ist eigentlich zumindest mit dem jetzigen Wissensstand extrem kontraproduktiv. Und das Ganze wollte ich euch heute mal in diesem Video auf jeden Fall mal genauer an der Stelle sagen, damit ihr einfach ein bisschen darüber aufgeklärt wird und ihr diesbezüglich vielleicht keine Fehler macht, wenn ihr euch diesbezüglich irgendwas kaufen wollt. Und ja, das komplette vegane Fleisch, wir wissen es, oh, dies, das, jenes. Es gibt übelst viele Fleischalternativen. Und jetzt ist es auch seit einiger Zeit der Plan davon, und zwar nämlich, dass es Laborfleisch gibt. Und zwar, warum das Ganze eigentlich jetzt die Tage so wirklich aufgekommen ist, liegt eigentlich an einer ganz einfachen Sache. Und zwar ist nämlich jetzt letztens in den USA ein Gesetz durchgewunken worden, dass es in den USA offiziell jetzt demnächst, oder ist es schon, ich weiß es gar nicht mal so genau, ich bin wieder mal perfekt vorbereitet. Auf jeden Fall ist es zumindest jetzt so durchgewunken worden, dass jetzt erstmals so wirklich in den USA jetzt Laborfleisch verkauft werden kann im Prinzip, beziehungsweise halt in der Fachsprache In-Vitro-Fleisch. Das ist irgendeine lateinische Ableitung von irgendeinem Wort, den Scheiß juckt eh keiner. Auf jeden Fall, das ist Laborfleisch, für die, die es jetzt nicht wissen, so dies, das, jenes. Und das Problem ist bloß, es macht gar keinen Sinn, dass dieses Fleisch existiert. Okay, der eine oder andere wird sich ja jetzt wahrscheinlich denken, Bro, das macht doch übelst Sinn. Du bist vegan und du magst aber vielleicht die Fleischalternativen nicht so. Bro, ess doch einfach das. Oder dann werden ja vielleicht noch viel, viel mehr Leute vegan, beziehungsweise alle vegan, weil warum soll man dann eigentlich noch ein Tier auf einer Weide halten und dann am Ende schlachten oder halt im Stall bei Massentierhaltung? So ziemlich wie halt zurzeit jedes Tier. Aber warum sollte man das dann überhaupt noch machen? Wir haben doch eigentlich unser Laborfleisch und dies, das, jenes sind wir doch gut mit davon fertig. Weil dieses In-Vitro-Fleisch, wie man es hier sehen kann, das ist anscheinend auch ziemlich gesund und hat eigentlich keinen Unterschied zu normalem Fleisch. Deswegen, dann gäbe es eigentlich keinen Grund mehr dafür, nicht vegan zu leben sozusagen. Allerdings stimmt das Ganze nicht. Okay, das kommt jetzt vielleicht ein bisschen plötzlich, aber lass mich kurz ausholen. Es ist ja wahrscheinlich schon vor allen Dingen einigen Leuten aufgefallen, die einer vegetarischen Lebensweise treu sind, dass nicht alles so wirklich scheint, wie es ist. Zum Beispiel wird es sehr vielen Leuten von einer vegetarischen Lebensweise aufgefallen sein, dass zum Beispiel nicht jeder Käse vegetarisch ist, wie zum Beispiel Parmesan. Der wird nämlich so ziemlich wie, ja, eigentlich fast jeder andere Hartkäse mit Lab gemacht. Das ist was, das kommt aus dem Magen von der Kuh, also das ist sehr appetitlich. Esst mehr davon. Auf jeden Fall, wie gesagt, da ist ja schon so ein bisschen so, yo, Vegetarier haben vielleicht in der Hinsicht schon so ein bisschen die Erfahrung damit gemacht, dass nicht alles so ist, wie es scheint. Ich habe auch schon oft die Erfahrung damit gemacht, dass nicht alles so ist, wie es scheint. Wie gesagt, ich werde auch schon von vielen Leuten verarscht. Aber das soll jetzt gar nicht darum gehen. Nein, es soll eigentlich darum gehen, was hat das Ganze jetzt mit dem Laborfleisch zu tun. Der eine oder andere wird sich ja jetzt denken, Bro, warum soll mich das jucken? Ist ja Laborfleisch. Bro, da kann ja eigentlich gar nichts vom Tier sein. Das stimmt nicht ganz. Ich habe nämlich ein bisschen Nachforschungen betrieben. Ich habe mir mal gedacht so, yo, ich bin jetzt ja militanter Veganer. Bin ich übrigens wirklich, also jetzt nicht militant, aber vegan zumindest. Und deswegen habe ich mir gedacht, yo, ich mache mal ein paar Nachforschungen diesbezüglich. Jetzt nicht abschalten. Ich habe jetzt nichts mit der militanten Veganerin oder so zu tun. Ich weiß, dass das sehr viel deswegen dann Hass entstehen kann, aber nicht deswegen, okay. Ich habe auf jeden Fall mal ein bisschen nachgeschaut und habe einfach mal geguckt, ist Laborfleisch vegan? Und wenn man hier natürlich erstmal danach googelt, dann kommt natürlich erstmal, ja komm, hier auch für Leute, die sich aus Umweltgründen für die Ernährung entscheiden, ist das halt sehr gut. Also wie gesagt, Bro, Laborfleisch ist im Prinzip vegan, das ist auch sehr umweltschonend. Allerdings stimmt das nicht ganz. Wenn man danach auf Google sucht, ist
kommt natürlich gleich als oberstes Ergebnis das hier. Also wir haben jetzt hier gesucht nach, ist Laborfleisch vegan? Und dann kam ja gleich vom Veganuary, von diesem Dings, wo ich nicht mitgemacht habe, aber auf jeden Fall, also schon so mitgemacht habe, aber nicht extra so mitgemacht habe, irgendwann mal. Aber auf jeden Fall, da kommt dann sofort so, yo, ja, das lohnt sich auf jeden Fall, wie gesagt, dies, das, jenes. Wenn man dann allerdings schon mal eine Sache weiter guckt, und zwar nämlich diesen einen Unterbericht sozusagen bei Google, dann bei ähnlichen Fragen, ist das Fleisch aus Labor ganz frei von Tierleid? Kommen wir zu einem anderen Punkt. Denn hier steht, und wie gesagt, ich werde gleich nochmal ein bisschen genauer darauf eingehen und ein bisschen noch mehr nachschauen, aber das ist erstmal der Anfang von unserer Recherche. Ist das Fleisch aus dem Labor ganz frei von Tierleid? Clean Meat wird das Laborfleisch auch genannt, wie gesagt, es ist halt, weil das sozusagen das cleane Fleisch ist, weil, naja, es ist halt Clean Meat sozusagen. Warum soll ich das erklären? Clean Meat wird auch das Laborfleisch genannt. Dabei ist die Herstellung bisher keinesfalls tierfrei und dazu nicht ohne Tierleid möglich. Erklärt die Lebensmittel... Oh, wie heißt denn das Wort? Ich kann es nicht lesen. Lebensmittelchemikerin Tuba Esatibulo. Ich glaube, ich habe den Namen falsch ausgesprochen. Von der Leibniz-Universität Hannover. Denn bisher muss dafür einem lebenden Tier Gewebe entnommen werden. Und da bin ich zuerst ein bisschen stutzig geworden. Bro, an der einen Stelle wird gesagt, yo, das komplette Ding ist natürlich frei von Tierleid. Bro, bei vegan, kein Ding. Du musst dir keine Gedanken über Tierleid machen, dies, das, jenes. Wie gesagt, mach dir keine Gedanken. Es ist ja schließlich clean Meat. Und das Ganze hat mich dann stutzig gemacht unter dem Motto so, okay, stimmt ja anscheinend gar nicht. Und dann habe ich mal genauer nachgeschaut und dann ist mir Folgendes aufgefallen und ich habe einiges dazu gefunden. Und man muss wirklich erstmal ein bisschen danach suchen und zu einigem habe ich auch was gehört, aber da konnte ich euch jetzt keine genauen Quellen sagen oder zeigen, aber bei ein paar Sachen kann ich auch gleich dann euch gleich mal zeigen, wie das dann mit den kompletten Quellen dann so aussieht. Also Dinge, die ich halt von Quellen so direkt weiß und den Rest kann ich euch sagen und ich hoffe, ihr vertraut mir, weil ich sage jetzt in dem Fall die Wahrheit, aber gut, man kann ja nicht jedem im Internet vertrauen, aber okay, bitte macht mal eine Ausnahme, verzeiht mir diesbezüglich. In dem Thema kann man sehr schwer was finden. Auf jeden Fall habe ich dann gleich mal danach geschaut, yo, wie wird Laborfleisch hergestellt? Und da kam dann direkt auch eine 3-Step-Anleitung, wie das Ganze eigentlich gemacht wird. Ich habe mir ursprünglich mal gedacht, yo, das ist eigentlich ziemlich einfach, wie das Ganze gemacht wird. Wenn du irgendwo ein Tier mal operieren musst oder so und das bekommt halt eine Narkose so, dann wirst du einfach, dann tust du halt währenddessen, dass das Tier halt die Narkose hat, tust du dem ein bisschen Blut entnehmen, sodass es das gar nicht mitbekommt. Dann kannst du eigentlich unbegrenzt halt, wie du willst, das Blut halt, diese Bestandteile dort klonen. Ich bin kein Biologe und dann klappt das schon irgendwie, habe ich mir gedacht. So, mach mal, erfind mal was, dies, das, jenes. Ich habe mir auf jeden Fall so gedacht, dass es so funktioniert. Aber das stimmt nicht ganz. Hier steht nämlich, Laborfleisch, In-Vitro-Fleisch, wird mittels Tissue Engineering hergestellt. Ich habe auch das wieder nicht richtig ausgesprochen bestimmt. Erstens, hierbei wird einem Tier zunächst Muskelgewebe entnommen. Wie gesagt, es ist nicht vegetarisch, nicht vegan. Aus diesem Gewebe werden Stammzellen gewonnen und mit einem Nährmedium, das für optimale Bedingungen sorgt, in einem Behälter-Bioreaktor vermehrt. Und das hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Und das ist das ganze Ding, denn dieses vegane Fleisch, beziehungsweise das Laborfleisch, Ersatzfleisch so im Prinzip, diese Imitate, die sind davon ausgenommen. Wir reden jetzt wirklich nur von direktem, also Laborfleisch im Prinzip, was ja dann nicht vegan ist so, auch nicht vegetarisch. Dieses komplette Fleisch ist weder vegetarisch noch vegan und es tut auch nicht dem Klima fördern. Es ist sogar schädlicher als die konventionelle Tierhaltung. Denn ich sage euch mal ganz kurz, was passiert. Also, wir haben jetzt hier unsere Kühe, die übrigens sehr süß auf dem Bild aussehen. Und wie gesagt, ich habe nichts Genaueres dazu gefunden, was ich euch jetzt hier an Quellen zeigen kann. Ich habe mir allerdings einige Videos dazu angeschaut und da kann ich euch jetzt mal ganz kurz eine Paint-Zeichnung dazu machen. Bitte vertraut mir doch einfach an der Stelle. Okay. Ich sage euch jetzt mal, wie das Ganze hier geht. Also, angenommen, wir haben jetzt hier unsere Kuh. So, wir machen jetzt hier unsere Kuh. Die hat jetzt hier ihre Beine,
So, Alter, ich mache hier übelste dreidimensional. Seht ihr das? Bro, das ist fucking heftig, Alter. Seht euch das an. Okay, das ist das wirklich beschissene Ohren. Aber auf jeden Fall, wir haben unsere Kuh hier. Und normalerweise war ja jetzt die Art und Weise so, dass wir jetzt hier die Kuh zerstückeln so und die dann schlachten. Aber das ist jetzt praktisch... Oh mein Gott, warum ist mein Radierer so klein? Bro, ich bin wieder komplett geil vorbereitet. Das ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr der Fall. Denn das Laborfleisch im Prinzip hat ja gesagt, yo, wir haben jetzt hier unsere Kuh. Und dann nehmen wir dann ein Stück raus aus dem Muskelgewebe. Es wäre selbst nicht so ein großes Stück, aber wir nehmen auf jeden Fall ein Stück hier raus aus dem Muskelgewebe. Also ich weiß nicht, wie groß das Stück ist. Es kann auch so groß sein. Es wird halt nichts dazu gesagt. Und dann tun wir dieses Stück hier praktisch dann im Labor großzüchten. Und dann wird aus diesem kleinen Stück ein großer Fleischklotz. Das Ganze ist eigentlich ganz gut, weil dann entsteht praktisch nur dieser Fleischklotz, aber halt ohne Gehirn, ohne Nerven, ohne alles. Wie gesagt, wäre ja eigentlich ganz gut. Aber das funktioniert jetzt anders. Das Ganze funktioniert nicht so. Ich habe mir ursprünglich gedacht, yo, wenn wir einmal so ein Gewebeding haben, können wir das klonen und dann haben wir unendlich viele Gewebeteile praktisch und es muss im Prinzip einmal einer Kuh Gewebe entnommen werden und dann war es das. Dann muss keiner Kuh mehr in Zukunft Gewebe entnommen werden. Das Ganze ist allerdings nicht so. Wenn man das über die Gewebeart und Weise, oh mein Gott, wie habe ich das gerade ausgesprochen? Wenn man das über die Gewebeart und Weise macht, muss dieser Kuh anscheinend bei jedem einzelnen Stück Fleischgewebe entnommen werden. Es ist nicht nur eine Kuh, also sprich für jedes vegane Fleischstück oder für jeden veganen Fleischklumpen, der so dann vegan rangezüchtet wird, Laborfleisch, muss eine Kuh praktisch, der dieses Fleischgewebe dann rausgenommen werden. Es bringt also gar nichts, denn dieser komplette Laborfortschritt oder dieser komplette Laborablauf praktisch, um dann diesen kleinen Fleischklumpen zum großen Fleischklumpen zu machen, der ist sehr aufwendig, auch was CO2-Ausstöße und so angeht. Deswegen, wenn wir jetzt vom Klimaaspekt hier gehen, hier ist die Erde so, und wir gehen jetzt so vom Klimaaspekt aus, Bro, das bringt das gar nichts. Denn, wenn wir jetzt die Tiere konventionell halten, hier haben wir hier ein Tierchen und da haben wir ein Tierchen, dann müssen die Tiere nur so gehalten werden und werden dann direkt geschlachtet. Auf der Art und Weise müssen jetzt allerdings die Tiere erstmal gehalten werden. Dann wird ihnen das Fleisch entnommen praktisch. So. Und dann wird es nochmal rangezüchtet. Also sprich, rein CO2-mäßig bringt das ja gar nichts. Aber jetzt kann man ja sagen, okay, ab und zu wird wahrscheinlich auch eine Kuh bei so einem Entwebe... Entnehmung auch drauf gehen, aber es wird ja höchstwahrscheinlich nicht immer so sein. Das Ding ist bloß, das ist nicht die verbreitetste Technik. Es gibt auch noch eine andere Technik. Und zwar, wir nehmen jetzt einfach mal wieder unser Beispiel mit einer Kuh. Ich weiß, es ist auch mit anderen Tieren möglich, aber wir nehmen jetzt einfach mal das Beispiel unserer Kuh jetzt an der Stelle. Wir haben jetzt hier die Kuh und die macht Muso. Wir haben jetzt hier eine Kuh. Und warum ich jetzt hier so eine kleine Höhle reingemalt habe, ich erkläre es euch gleich. Ich habe ja gerade eben gesagt, normalerweise wird das Gewebe entnommen. Es gibt allerdings auch eine andere Möglichkeit. Und zwar, wenn wir jetzt hier unsere Kuh haben und diese Kuh schwanger ist, und das ist jetzt die verbreitetere Möglichkeit, ist nämlich auch die Möglichkeit, dass einfach das Blut des ungeborenen Kalbes praktisch entnommen wird. Mir ist gerade irgendwie der Name entfallen, wie das Ganze heißt. Also auf jeden Fall vom ungeborenen Kind. Sprich, wenn diese Kuh schwanger ist und wir sind jetzt hier im Bauch drin und da ist jetzt das Kalb drin so mäßig, dann wird dieser Kuh praktisch, währenddessen sie höchstwahrscheinlich also noch schwanger ist, wird ihr oftmals dann halt einfach per Kaiserschnitt dann praktisch das Kalb rausgenommen und das Kalb wird dann getötet, um es so zu sagen. Damit dann halt das Blut von dem Kalb genommen werden kann, um dann daraus ein Fleischstück rauszuziehen. Und das Ganze macht ja schon mal so in dem Fall keinen Sinn, weil wie gesagt, auch wenn die Art und Weise dann immer noch nicht CO2 gesehen besser wäre, weil halt der komplette Laborscheiß noch nicht so fortgeschritten ist, dass das noch sehr viel Energie braucht, es macht auch so keinen Sinn, weil jetzt muss zwangsweise ein Tier sterben, um unseren tierleidfreien Fleischersatz zu züchten. Es macht absolut keinen Sinn, aber es kommt noch dümmer, denn bei dieser Entnehmung des Kalbes praktisch ist es sehr wahrscheinlich, dass die Mutter des Kalbes ebenfalls sterben wird. Also sprich, um ein veganes Stück Fleisch zu züchten, was ja auch noch klimaneutraler sein sollte, bringen wir zwei Tiere um. Eins davon ist noch nicht mal geboren, das andere ist ein Muttertier.
und tun dann mit einem höheren CO2-Ausstoß ein Stück Fleisch kann züchten. Und das ist sehr scheiße, weil vor allen Dingen in den Medien wird diese vegane Fleischproduktion oftmals halt als, naja, das neue große Ding angekündigt so. Und ich bin ganz ehrlich mit euch, ich glaube, das Ganze hat auch Zukunft und ich glaube eben nicht dieses Konzept, aber dieses Konzept des künstlichen Laborfleisches ist auf jeden Fall auch die Zukunft. Aber nicht in dieser Art und Weise. Und deswegen, Leute, wenn ihr euch irgendwann mal mit so Laborfleisch mal das Ganze ausprobieren wollt, macht es noch nicht jetzt. Macht es irgendwann anders, wenn die komplette Technik diesbezüglich fortgeschrittener ist, wenn nicht Unmengen CO2 dafür verbraucht werden müssen, wenn nicht zwei Tiere auf einmal dafür sterben müssen. Macht es dann, wenn die Technik ein bisschen weiter fortgeschritten ist, aber definitiv nicht jetzt. Denn in dieser Art und Weise, wie dieses Laborfleisch zurzeit hergestellt wird, ist absolut abartig und wie gesagt, tut dort bitte noch warten, denn vor allen Dingen, wenn ihr jetzt vegetarisch oder einfach vegan lebt, macht es nicht. Es verstößt zu 100% eurem moralischen Kompass und egal, ob ihr das Ganze jetzt macht für den Klimawandel, um das Klima zu schützen oder um die Tiere zu schützen, es verstößt eurem moralischen Kompass. Und an der Stelle würde ich dann noch sagen, lasst gerne ein Like und ein Abo hier auf dem Kanal da, um nichts mehr in der Zukunft zu verpassen. Wenn ihr noch weitere solche extrem obstrusen Dinge kennt, schreibt es mir gerne runter in die Kommentare. Und ich würde sagen, wie gesagt, kaufe ich das Ganze, den ganzen Stuff nicht. Wartet lieber noch ein paar Jahre, bis sich das Ganze dann besser entwickelt hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dahin. Und ciao, ciao an der Stelle. Bis dahin.